Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skull & Bones. Ja, es ist wirklich abartig lange her. Ich sehe gerade, dass die hier Hilfe wollen. Dass die Hilfe suchen. Und das machen wir doch einfach mal mit. Also hier gegen die Schreckensflut. Aktuell ist noch das Event. Oder was heißt Event? Das, wie nennt man's? Die Season der Schreckensflut ist aktuell noch. Oh, ich habe echt lange nicht mehr gespielt. Aber nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich so viele Folgen aufgenommen habe. Und halt mir immer dachte so, ja, ich muss mal Pause machen, sonst keine Ahnung, ist nie irgendeine Folge aktuell. Und das ist ja auch doof. Gott, ey. Bum, bum, bum. Kacke, ey. Komm gar nicht mehr hinterher. Und dass der PlayStation 5 Controller hier die ganze Zeit alles härter macht, das geht mir ja voll auf die Nerven. Was ist denn das? Gott, ey. Ich hab voll vergessen, was für Kanonen ich oft drauf hab. Ich glaube die vom Bett, vom Pass. Bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, was die Leute hier machen. Kämpfen die überhaupt gegen das Schiff oder fahren die dem nur hinterher? Irgendwie bin ich doof, ich sehe das nicht. Ich bin blind, glaube ich. Oh, Alter, hier sind aber auch die Wellen echt anders nervig. Oh mein Gott. Eieiei. Ja, was ist jetzt passiert? Wieso bin ich fast tot? Was ist passiert? Also wirklich, was passiert? Ey, dieser eine Scheiß, der nervt man jetzt nicht. Wieso kriege ich das angezeigt, wenn ich doch da bin? Ah, da sucht jemand Hilfe. Okay, schön. Ah, ich bin doch da. Da warum? Ich weiß nicht mal, warum ich so krass Schaden bekomme. Was ist da los? Hilfe. Da spiele ich irgendwie ungefähr, ja doch, ich glaube jetzt ungefähr etwas über einen Monat habe ich nicht mehr gespielt. Und dann geht's direkt ab, ey. Oh Mann. Was ist los? Ich würde gerne wissen, warum ich die ganze Zeit so krass Schaden bekommen habe. Einfach so. Ich habe keinen Angriff oder so gesehen. Mann, wieso kriegen wir den nicht tot? Das verstehe ich auch nicht. Ich meine, mit was greifen die denn das Ding an? Allgemein ist es ein bisschen überladen hier mit dem Wasser und dem ganzen anderen Zeug. Also wirklich, du siehst halt auch fast gar nichts die ganze Zeit. War das schon immer so schlimm oder liegt es an dem Ort, wo der jetzt gerade spawnt? Dass der Ort einfach komplett kacke ist? Weiß ich leider nicht. Wirklich, ich sehe halt gefühlt gar nichts, ne? Es ist halt Wasser, 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 Wasser. Andere Spieler und noch mehr Wasser. Ja, noch 3 Minuten, ne? Dann können wir auch direkt wieder abhauen. Macht ja gar keinen Sinn. Ich weiß halt auch nicht, was die anderen machen. Ich sehe die anderen halt wirklich gefühlt gar nicht angreifen. Ich bin auch blind, das ist halt auch ganz wichtig vielleicht zu wissen. Oh, da steht so ein kleiner. Kann es sein, dass ich in so einen kleinen reingefahren bin vorhin? Bam, bam. Geht gleich einer unter, perfekt. Ah nee, haben wir ja keine Chance. Nach 2 Minuten, ey, und der hat noch über die Hälfte Leben.
Ich weiß gar nicht, wo... Ey, wir waren letztens... Ich weiß gar nicht, ob ich das aufgenommen habe damals. Aber wir waren da zu dritt und haben den voll easy gemacht. Wir hatten noch 4 Minuten oder so Zeit. Egal, scheiß drauf, ich gehe. Ich gehe weg, ich habe da keinen Bock mehr. Das ist eine komplette Zeitverschwendung gewesen. Naja, tschüss. Was bist du für einer eigentlich? Oberst William Red. Ja, also das ist wirklich Zeitverschwendung. Jetzt guckst du so doof. Hier, willst du haben? Mam. Also ich möchte gleich sagen, ne, also die Story ist halt echt vorbei, ne? Also wir haben keine Story-Quests mehr. Also ich kann wirklich nur noch rumfahren, Dinge machen, Dinge zeigen, so. Das halt schon die ganze Zeit, also es ist halt ein bisschen schade. Und eben, weil ich damals halt so viel aufgenommen habe, habe ich halt die ganze Zeit nicht weitergemacht, habe ich ja vorhin eine kurze Wink gehabt. Weil ich wollte halt jetzt auch nicht irgendwie 500 Folgen haben, wo ich gar nicht weiß, wo wir überhaupt sind. Ja. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, warum ich gerade irgendwie hier groß rüber segel. Oh je, da will jemand kämpfen oder was? Bam, bam. Wie komme ich denn jetzt dahin, Mann? Das Gefühl, ich komme da nicht an. Anyone selling food, water, ammo, come to St. Anne. Seit wann gibt's den Chat? Ey, schaut mal, da war ich, so lange habe ich nicht mehr gespielt, ey. Ich habe einfach die Chat-Integration voll verpasst. Nächste, der sich fetzen will. Perfekt, komm her. Stimmt, habe ich das andere legendäre Viech jetzt verpasst. Was ja auch alles immer zeitexklusiv ist irgendwie. Oder nur zu bestimmten Zeiten ist oder so, keine Ahnung. Bam. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alles irgendwie gebufft und genervt und keine Ahnung wurde, ohne dass ich genau weiß, was los ist. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht. Hui, Alter. Batsch. Erstmal fett Schaden gemacht. Mir selber. Ich bin so verwirrt. Ich sehe nebenbei in OBS den Live-Chat von Creative, weil ich streame ja hin und wieder auch für die und ich habe immer noch mal das Konto von denen bei meinem OBS und es ist so interessant zu sehen, was da so geschrieben wird, weil die halt gerade streamen. Very interesting auf jeden Fall. Aber wir gehen jetzt hier erstmal schön an Land, so. So. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier machen soll.
Ich bin eigentlich nur kurz hier hin, damit ich irgendwie von hier aus Schnellreise machen kann. In einer Minute. Lied Kriegsschiff, Schatz zu Silber. Okay. Ich weiß gar nicht, ist das was Krasses? Wahrscheinlich nicht, ne? Würde mal sagen, wir gucken mal kurz hier. Okay, Vieh kann ich hier nicht sammeln, außer dass hier. Ey, mir geht da echt das Silber aus. Das ist halt nicht mehr lustig. Ich muss mal wieder ein bisschen Silber farmen, ey. Das ist wirklich. Das ist nicht cool. Guck dir das an. Ich habe nur 20.000, ey. Das ist viel zu wenig. Weil die Kacke hier Geld ohne Ende frisst. Eigentlich mache ich. Pass auf. Normalerweise mache ich es folgendermaßen. Ich fahre eigentlich nur noch hier lang. So. Nur noch hier so fertig, ne? Und dann nach Saint-Denis hier. Also einfach nur hier diese lange Strecke. Deswegen ist das auf Stufe 8. Und ich mache halt hier alles hoch. Und den Rest, den darum kümmere ich mich eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wieso ich es trotzdem immer voll pushe mit Money. Also das verstehe ich nicht. Ich bin einfach doof. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was gibt's sonst noch? Seit über einem Monat, ne, habe ich nicht gespielt. Ich bin Stufe 62 von 90 in diesem Pass. Ich habe gesehen, mittlerweile kann man diese Marken da kaufen mit Echtgeld. Konnte man ja am Anfang noch nicht. Welle 5. Nee, Welle 1. Welle 2, Welle 8. Besiege drei Geister. Dreimal das Geisterschiff. Besiege dreimal Seeungeheuer. Diese Aufträge, William. Also ich muss sagen, ne, dass der Chat da in der Mitte links so riesengroß ist. Das finde ich jetzt schon ziemlich scheiße. Wieso ist das nicht irgendwie links unten, rechts unten oder so? Ach mein Gott, ich bin so doof. So. Kann ich hier... Der Fall Lanitras. Yeah. Ist das nicht so eine... Questreihe oder so für das Viech? Gestrandet. Echt doof, gab's da nicht immer voll viele Quests? Jetzt habe ich gefühlt keine Quests mehr, oder was? Ah, hier sowas. Ich weiß auch nicht, was da ist. Perfekt. Verstehe ich auch nicht, wieso man nicht vorher lesen kann, was man da machen kann oder was da gibt. Aber anscheinend keine Seeungeheuer-Quest. Was gibt's hier? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Okay, dann düsen wir einfach mal hier hin. Mal schauen, was uns da erwartet, was wir da bekommen. So. Guten Tag. Was kriege ich hier? Na? Eine turmhohe Bedrohung. Die Bedrohung aus der Ferne. Kundschafterschiff. Wachtürme. Okay, das können wir. Ist an der Küste Afrikas nicht. Ja, können wir mal beides machen. So, eins. Jumbo, ich hörte von euren Taten im indischen Ja, dann zwei. Mir gibt's ja nicht. Quaheri. Hilfe bei neuem La Pest. Bei neuem XY Grumpy Cat. Wie bei neuem. Ja, was für ein neues Ding. Keine Ahnung, ich verstehe nicht so ganz, über was die da die ganze Zeit reden. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren zuerst das machen. Ich meine, das da oben machen. Das sieht aus, als könnte da das Seeungeheuer sein, oder? Ist es aber nicht. Versenke Shuhari-Schiffe. Das ist einfach ein anderer Spieler. Reparieren. Segel setzen. Auf in die Schlacht. So, jetzt da ganz vorne. Nee, das ist es nicht. Khaleesi. Sind es die da? Tatsächlich. So Leute, ich hoffe es ist okay, ne, wenn ich euch mal hier so abschieße. Bam! Ja,
Ah. Alter, dass man immer so kurz bevor man loslassen will, zieht es irgendwie so hoch wegen den Wellen. Da fällt gar nichts mehr. Perfekt. Ah. Ja, was ist mit euch? Wie sieht das aus? Was ist denn da? Was ist das? Eine Kiste. Was ist das für eine Kiste? Bei Xio Grande. Was für eine Kiste? Wieso ist da einfach so eine Kiste? Okay, keine Ahnung. Normalerweise heißt doch, dass die Farbe irgendwas krasses ist, oder nicht? Denken das Schiff der Suari, die um der Führung der Guana eine deutliche Nachricht zu senden. Ja, soll ich die da drüben jetzt auch noch weghauen? Na gut. Machen wir mal. Okay, ein bisschen höher. Okay, das war doch okay. Mein Gott. Jesus. Das Zielen ist manchmal auf Entfernung nicht so einfach, wenn das Schiff die ganze Zeit hier meinen muss, sich zu bewegen. Ja, was willst jetzt du da von der Seite? Alter, boah. Oh, geht doch. Komm. Bam. Bam. Okay, entspannt. Was ist mit dem da? Ich hab schon wieder viel zu früh geschossen. Der Start war der andere da, den ich verschenken soll. Ey, das gibt's nicht. Komplett drüber geschossen, oder was? Willst du mich verarschen, Mann? Ich schieße irgendwie immer daneben, oder was? Das ist seltsam. Ich muss richtig nach unten zielen, ey, damit das funktioniert, oder was? Oh. Okay, es war aber immer noch nicht das Schiff. Du Scheiße, wo soll ich denn hin? Da runter. Oh je. Ja, dann düsen wir halt mal dahinter, ne? Ist halt schon wieder so weit. Ach nee, wir müssen was abliefern. Ach so, ja, dann fahren wir erstmal dahin. Dann gehe ich mal hier an Land. Gehe ich dann Land, dann gebe ich dich ab. Also mit Schnellreise und so. Erstmal was trinken. Ich würde halt echt gern wissen, ob ich das Monster da nochmal irgendwie finden kann. Aber wenn ich keine Quest oder so hab, schwierig. Weird Triangle. Ja, ja. Ich will doch bloß an Land für die Schnellreise, come on. So, geht doch. Und dann düsen wir nach Neu-Mexiko. So, Schnellreise. Einmal. Ach so. Ja, okay, hier hin. Oder da. Ne, machen wir hier hin. Besser. Finde ich, behaupte ich. Sage ich. Ja, dann. Tschüss. Dann nicht Schnellreise gesetzt. Warte mal, was stand da gerade? PvP irgendwas? Kann man jetzt aktiv PvP machen oder wie? Das werde ich gleich mal gucken. Wenn wir wieder an Land gegangen sind. Ah.
Wie weit würde ich gehen? Keiner weiß es. Oder fällt mir ein, eine Sache wurde ja anscheinend geändert. Das richtig scheiße ist. Also in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe, gab es wohl ein Update, dass das nicht gerade super ist. Muss ich gleich mal gucken. Endliche Übernahme. Auch was damit auf sich hat, weiß ich nicht. Wieso das die ganze Zeit angezeigt wird. So als ob man meine Fortress-Dinger wieder einnehmen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Jive. Interagieren. Hier, Quest. Schön. Und zwar hier, überall. Alles, was hier meine Dinger sind, kann man jetzt, muss man hier irgendwie verteidigen oder so, keine Ahnung. Gerade eben war das schon. Einmal hier oben. Ich habe aber nichts gemacht und da war auch keiner drin. Deswegen weiß ich nicht. Es wäre aber jetzt super nervig, wenn andere Spieler das quasi, wenn die das für sich beanspruchen, dass meins dann quasi gesperrt ist. Das würde ich super ätzend finden. So, auf jeden Fall haben die hier die Preise angepasst. Also von Stufe 2 auf 3 kostet es einfach 200 von den 8er Stücken. Das finde ich halt schon heftig. Und hier oben ist sogar noch krasser. Von 8 auf 9 jetzt schon 4000. Das war am Anfang, glaube ich, war es ein bisschen weniger. Ich glaube, da waren es 2000 oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie es auch wieder rückgängig gemacht und ich laber gerade den kompletten Käse. Weiß ich echt nicht. Keine Ahnung. Seefeuer weg. Abwerfen. Tschüss. Freue mich. Schmutz. Öffnen. Okay. So, dann wollen wir einmal da runter. Das heißt, ich mache Schnellreise dann dahin, oder wie? Dafür muss ich aber trotzdem erstmal einmal da lang. Weil man muss ja anlegen. Ja, ich bin jetzt schon müde. Ich bin nur noch müde. Ernsthaft, nur noch müde. Bam, bam. Dum, di, dum. Warte mal, bist du ein Lapest-Schiff? Nee. Ja, fahr mal weg, Alter. Ich bin viel größer als du. Ich box dich weg, Mann. Hau ab. Besser ist das, ey, dass der da mal schön auf Pause geklickt hat. Auf Segel einholen und so. Immer diese NPCs, die denken, die können sich mocken, Alter. Fährt einfach mal im Weg lang. Sein Außenposten. Nee, wir gehen jetzt an Land, um Schnellreise zu machen. Alles andere interessiert mich nicht. Nichts da Vorräte aufstocken, nichts da dies, nichts da das. Okay, so. Jetzt aber ganz schnell. Reparieren. Ey, ich brauch Silber. Hilfe, ich brauche Geld. I need money. I need money. Ups, wo? Ich sehe kein Obst, ich bin blind. Ich weiß nicht, wo ich da Obst abmachen kann. Zerstöre Kompanietürme, 2 Stück. Ah, oh, das werden wir hinbekommen, oder? Schreibe ich einfach meine eigenen Siedlungen an. Für die Quest. Für die Quest. Da ist schon der erste Turm. Bam. 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 Der erste Turm ist gleich weg vom Fenster. Easy. Hä? Okay. So, wo ist Turm Nummer 2? Kein Mensch weiß es. Wo finde ich Turm Nummer 2?
Ernsthaft, wo ist der zweite Turm, Alter? Ich sehe es nicht. Da drüben ist ein Turm. Ah, da ist ein Turm. Hier mit einem scheiß Feuer, was greift ihr mich eigentlich an? Was wann sind wir denn auf einmal Feinde? Wollt ihr gerade Handel mit denen treiben oder was? Habe ich es gerade vereitelt? Ah, du Drecksau, wir wollten ja gerade das schöne Geld holen. Dann kommst du auf einmal daher und machst alles kaputt. Arschloch. Cool. Und jetzt? Hey, was wollt ihr, Mann? Geht doch mal weg jetzt. Hau ab. Da, geh weg. Nerv mich nicht. Hilfe. Fettes Schiff, das aussieht wie mein fettes Schiff, will irgendwas von mir. Nee, war's das jetzt, oder was? Ist die Quest vorbei? Das ist vorbei. Das ist ja wirklich gar nichts mehr jetzt. Das wäre voll die krasse Mission, ey. Einfach nur, machen wir mal kaputt hier. Ist ja lame. Was machst du? Ruderwette. Stimmt dahin. Ja, meistens kriegt man auch eh nichts daraus. 200 oder so. Ich weiß auch gar nicht, was für ein Level der hat. Und bis ich da bin, ist eh vorbei. Egal, was haben wir hier? Die Mitserja. Oder so. Vorne kann ich an Land gehen. Für die gute Schnellreise. Der Fette könnte den halt echt noch abfacken, wenn ich will. Ein bisschen nerven gehen. Zumindest braucht er irgendwie ganz schön lange gerade. Junge, und der Wind, ey, der nervt mich, ey. Wirklich, denn der Wind, der fuckt mich immer mehr ab in dem Spiel. Weil der immer genau dann da ist, wenn man es gerade überhaupt nicht will, Mann. Alter, ich will doch nur davor, Mann. Nervt mich nicht. Einfach so, Alter, genau da, wo ich hin muss, ne? Zum Anlegen, Alter, ist es zum Kotzen. Das ist wirklich so ätzend, das ist so nervig. So, dankeschön. Okay. Ja, geil, in der Zeit, wo ich nicht mehr vorangekommen bin, ist er schon da. Ja, cool, dann kann ich sie auch gleich lassen. So, was haben wir hier? Gestrandete, irgendeine Kackfest, darauf habe ich keinen Bock. Was haben wir hier? Das sehen wir nicht. Müssen wir erst hin. Das ist auch so nervig, Mann. Wieso kann ich nicht vorgucken, wie die Quest heißt, Mann? Ich muss immer erst hin. Ich meine, klar. Meckern auf hohem Niveau und so. Aber seid doch mal ehrlich, Mann. Das ist super nervig. Auch dieses... Kann man das eigentlich irgendwie... ausschalten? Kamera ruckeln... Alles auf weg. Transparente Segel im Kampf. Nee. Anzeige. Kann man das irgendwie machen? So hier. Das Maximum. So. Hat Textchat aus. Weltchat aus. Alles aus. Alles aus. Extra Mittel, okay. Weg mit dem Text-Shit, Mann. Der nervt mich, kein Bock. So, guten Tag, alter Mann. Hallo. Hungrige Meerjungfrau, Aufbiegler. Eine Schmugglerbande hat nach einer Wagenstraße überfahren, dann schon kaum noch Waren. Belohnung 1500. Wow. Okay. Plündere einen Ort. Um für eine Ablenkung. Wirklich? Was sind das denn für Aufgaben? Was von Wert? Was sind das denn für Aufgaben, Mann? Die sind ja komplett scheiße. Ja, ich mach's trotzdem. Ja. Komm, lass mich in Ruhe. Ja, geh du weg. So, wo sollen wir denn hin? Nein, das soll ich jetzt aber nicht einnehmen, oder? Nee. Hä?
Der Seuchenkönig. Das ist der neue, oder was? Das, wann ist der denn da? Ich guck da mal hin. Guck da mal hin, ich bin jetzt neugierig. Hier ist dich an dem Wildereignis, ja. Wenn ich was sehen könnte. Alter, ich sehe nichts. Ich würde doch aufbrechen, Mann. Alter, was der Text da oben links ist, ne? Das kotzt so an. Wer hat sich das ausgedacht? Ehrlich, der gehört so geschlagen. Hier, da ist jemand. Ich glaube, die haben schon aufgegeben bei dem. Ich will da trotzdem mal hin. Ist da vorne das, oder was? Ja, perfekt, ey. Da ist ja gefühlt noch gar nichts passiert. Das ist halt gleich vorbei. Ja, super. Crashen lernen. Und learn. Ja, perfekt. Ja, super. War ja unnötig jetzt, dass ich darunter gedonnert bin. Lame. An Bord gehen. Tschüss. Hau ab. Bin weg. Okay, dann, ja. Hier, das da soll ich erobern. Aufwiegler, oder? Oder das? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich immer noch einen Ort nicht? Was? Das machen wir dann als nächstes. Den Ort da auch noch freischalten. Krass, ey, ist mir gar nicht aufgefallen, dass mir anscheinend immer noch Orte fehlen. Der Schatz ist in diesem Außenpost. Was ist das für ein Schatz? Irgendwo, wo so Steine sind. Perfekt. Schauen wir mal. Wo sind die Steine? Wo sind irgendwo so Steine? Diese Schatzkarten ja auch immer so unnötig. Weil die Außenposten, ich meine, diese Schatzkarten sind immer gleich. Man kriegt, wenn man Glück hat, mal ein bisschen mehr, mal weniger. Also das ist halt immer wie so ein Dulli suchen. Und dann ist das halt immer, ich weiß nicht, dann lohnt sich das halt irgendwie nie. Ach, schau, das ist noch ein Buch. Lohnt sich halt meistens wirklich nicht. Dann macht man es trotzdem, weil man sich denkt, so, ja, ich bin nett. Vielleicht gibt es ja mal was Cooles. Und dann wird man von der Realität eingeholt und merkt schon, nee, es gibt halt mal wieder nichts Cooles. Außer man macht diese Halsabschneider-Dinger. Ach, da ist es ja schon. Ja. So, dann holen wir den Schmutz da mal raus. Was war drin? Komm. Bis die waren erfolgreich versteckt. Achso, ich sollte was verstecken. Ja, perfekt. Ja, dann. Vielen Dank. Cool. Hungrige Meerjungfrau. Das war die Quest. Nice, da haben wir uns jetzt zumindest mal eine Sache gespart. Ja gut, ich würde aber sagen, dann war's das erstmal mit der Folge und beim nächsten Mal geht's dann weiter, ne? Bis dahin, euer Guantanamo. Ciao.